In Mailand haben tausende Menschen gegen Rassismus und Diskriminierung demonstriert. Unter dem Motto Prima le persone, Menschen zuerst, zogen sie am Samstagnachmittag durch die Straßen der norditalienischen Metropole, darunter auch Gewerkschaftsführer, Familien und Vertreter von Jugendorganisationen. Wir sind hergekommen, um zu zeigen, dass Vielfalt eine Bereicherung für uns alle ist. Der Mensch sollte über dem Profit stehen, über allen Unterschieden. Überall sollte er geachtet werden. Nach Angaben der Veranstalter schlossen sich rund 200.000 Menschen der Demonstration an. Wir wenden uns gegen diese Atmosphäre von Rassismus, denn unsere Familie ist bunt und das gilt für viele andere auch. Neben verschiedenen Gewerkschaften und Parteien des linken Spektrums hatte auch der Bürgermeister von Mailand, Giuseppe Sala, zu der Kundgebung aufgerufen.